Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So Leute, nachdem jetzt die letzte Folge ziemlich schlecht war, haben wir jetzt hier die erste Strecke, die wir in der Nacht fahren sollen. Wir gucken uns mal alles an, Buslack hin sind wir auch noch, neue Strecke erstellen, fahren die neue Strecke. Ja, okay, dann wollen wir erstmal den Bus vielleicht lackieren? Nein, lackieren, Ach Mensch, unsere Farbe ist noch nie verfügbar. Dann würde ich sagen, warten wir, vielleicht kriegen wir ja... Ah ne, die kriegen wir noch nicht, bestimmt. Machen wir so ein typisch... Machen wir wie Garderol. Das sieht so richtig geil aus, finde ich. Das sieht geil aus. Ja, Skins möchte ich nicht, die sehen nicht gerade geil aus im Bereich. Oh. So sind die bei uns ungefähr rumgefahren, bei mir in der Nähe. Die finde ich geil, anwenden. So, und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich auf die Strecke, Streckenplaner, Strecke, fahren. Umgebung, zufällig, Schnellstart, aus, ich möchte mal rausfahren. Und wo ist hier Nacht? Achso, hier. Nacht. Wir sollen hier Nacht fahren. Und Fahrtschatten. Nee. Wir fahren mit WSD. Ja, okay. Warum will er jetzt nicht? Ah, jetzt geht's. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen komisch. In der Nacht hier. Okay. Warum kann ich nicht laufen? Das fängt ja schon gut an. Ach Leute, das fängt ja gut an. Vorwärts, WASD? Ja. Komm, Bewegung zurücksetzen. Jetzt. Das knatscht richtig. Also irgendwas stört mit dem Computer im Hintergrund richtig. Dann wollen wir Passagierbeleuchtung, dann wollen wir Fahrkartenleuchtung, dann brauchen wir unser Geschwindigkeitsbegrenzer, ne, den brauchen wir an. Und dann wollen wir unsere Parkbremse ausmachen und dann können wir ja theoretisch schon mal losfahren. Nacht ist nicht viel los. Sieht auch geil aus, muss ich sagen. Oh, halt, So. Jetzt geht's erst richtig los, Leute. Alles klar? Eine Fahrkarte, bitte. Sie blockieren die Tür. Woche Standard. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Tag Standard 1. Muss erstmal hier klarkommen. Danke. Hä? War die 380?
Na klar. Hier, bitte. Achso, ja, man kann ja gucken. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Der war sehr, sehr gut. Jedenfalls sind die Sprüche anders. Leider haben wir hier Brüder nur drin, ne? Also, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Forschungszentrum. Ich finde das so geil. Vom Aussehen. Oh, meine Maus ist munter. Der eine. Sind die 2.0. Aber, ja, das habt ihr ja eigentlich schon. Nee. Ich weiß nicht, wann ich die Videos rausbringe. Ich weiß nicht. Wo ist mein Hut hin? Und los geht's. Oder war ein LKW? Zum Glück hat er gesehen, dass ich raus will. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Was gehen die Sägewerkgeschichten los? Was habe ich hier? Habe ich hier Vorfahrt oder? Ja, ich habe Vorfahrt. Oh. Das sieht man richtig schlecht, finde ich. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Lassen Sie bitte die Rampe runter. Die neue Strecke ist super. Halt heute Abend. Ach, man kann nicht so... ist der Bus geheizt. Manchmal fühlt es sich an, das gesamte Universum eine Simulation. Ja, mit 15 Gramm mal, das passt schon. So, ja, einen Blick ausmachen. Eigentlich muss man noch nicht aussteigen. Ja, wart doch mal ab. Mensch, bleib doch mal ruhig. Das nenne ich guten Service. Achso, die Rampe war noch nie gut aus, ganz ausgefahren. Okay. Oh, die Rampe, scheiße. Ich glaube, das war schon die letzte Haltestelle. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Oh, ich habe Vorfahrt gehabt, Junge. Alter, das wär eng gewesen. Oh. Okay, das sieht auch ein bisschen komisch aus mit dem LKW. So. Dann blinken wir mal hier rein. Nächster Halt, Stockerplatz. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Tschüss. Ciao, ja, ciao. Haut bloß ab. Och nö. Wo war das hier? Wie war das? Ach ja. Nö. Ich muss sagen, wenn das Spiel läuft, dann läuft's gut. Aber jetzt gerade läuft es eigentlich richtig gut noch. Finde ich echt geil. Und so bei Nacht sieht das auch schön geil aus hier.
Bloß ist es ein bisschen komisch mit Tastatur zu fahren. Vielleicht muss ich auch... Muss ich auch Dings... bei Formel 1 fahren mit Dings fahren. Mit Tastatur. Wird mich zwar umbringen, aber wird vielleicht besser laufen. Wer weiß, wer weiß. So, na, was ist das jetzt gewesen? Mal gucken, ob die alte Teile noch was sagt. Sonst bin ich natürlich gleich den Part und ich bedanke mich, dass ihr euch wieder hier beim Manzi Trans ausgewählt habt und mitgefahren seid. Wir sind eine große Transportfirma, die noch groß werden muss. Und ich bin mal gespannt, wenn was passiert, wenn wir mehr als 4 Busse haben. Weil das ist ja nur eine kleine. Alles aus hier. Ach, das geht gleich aus, okay. Ich habe mal vergessen, meine verdammte Tür noch aufzumachen. Ja, okay, ich glaube, das Gelbe sieht wirklich ein bisschen scheiße aus. So, und da haben wir die Zufriedenheit unserer ersten Strecke. Neue Farbe, gelb. Ja! Das können wir gleich... Da können wir das doch gleich ändern. Pff, die Schrift ist viel zu klein. So, wöchentlich haben wir 11.000 jetzt gerade verdient. Das hört sich doch gut an. Und wir gehen aber gleich auf den nächsten Part zurück. Wenn euch den Part gefallen hat, gibt noch einen Moment, wenn ich einen neuen unten schreibt. Wenn ihr darüber mehr davon sehen wollt oder auch nicht, dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.